Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus dem LS22 und wieder von der Geilenburg-Map hier im 22er. So, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Stroh geholt. Wir wollten der Viechers was geben. Leider haben wir noch keinen Ballentrick eingebaut. Gebe ich so weiter, Micha. Na, falls du das Video siehst, wäre spitzermäßig Ballentrigger und selber ausmisten. Und vielleicht Animal Grazing wäre auch noch so ein Thema. Wäre cool. Ansonsten erinnere ich mich mal, dass ich dir das als Erinnerung schicke. Gut, bedeutet, wir brauchen eine Lösung. Na? Man kann über Probleme rumjammern. Hilft alles nichts. Wir sind keine Problemschaffer, wir sind Problemlöser. So, dann gehen wir heute mit dem Großen auf Tour. Gehen wir mal ganz kurz zum Shop. Und holen uns einfach so ein... Ja, ich würde gleich wieder so einen Mixer holen. So einen Fischmutterwagen. Wisst ihr ja, wie es läuft. Halt, mir ist gerade was aufgefallen. Das möchte ich gerne geändert haben. Das sieht noch ein bisschen... Ich hoffe, ich denke da dran. Was ist das hier? Nein, das hier müsste es sein, ne? Und zwar machen wir hier so eine kleine Spur runter. Warum, wieso? Wenn wir das Gelände mal von hier anschauen, ne? Seht ihr das? Das ist ein bisschen abschüssig. So. Und dann machen wir da einfach so ein bisschen Gräsle. Da seht ihr mal, was in meinem Hirn für Gespenster rumgegangen. Das ist nicht einfach. Glaubt es mir, Freunde. Das ist einfach. Weil einfach ist, ne? So, und dann ist das hier vielleicht auch ein bisschen mehr nachvollziehbar. Können wir da noch ein ganz kleiner Breckel bekommen, bitte? So ein Muckersäckele. So. Jetzt. So ist das in Ordnung. So kann ich damit leben. Let's go. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Wochenstart hingelegt, wenn ihr das Video seht, wenn ich alles richtig berechnet habe, richtig schön hochgeladen habe und die Zeit richtig eingestellt habe, dann müsste das Zeitraiser jetzt so circa 12 Uhr schlagen für euch. Also dann an der Stelle mal Mahlzeit. Lasst es euch schmecken. Ich sitze hier mal wieder in einer kleinen Aufnahmesession. Und wie immer gilt, ich weiß nicht, wann die Karte kommt. Es reißt einfach nicht ab. Ich bin ja wirklich froh. Ich bin wirklich dermaßen froh, dass euch das ganze Projekt dermaßen gefällt. Es ist für mich eine Herzensangelegenheit. Das haben wir auch schon 100.000 Mal gesagt. Aber wie gesagt, das Ding ist immer noch im Bau, auch wenn ich jetzt aktuell nicht die Finger dran habe. Ich weiß immer noch nicht, ob wir sie auf Konsole bringen sollen. Ich hatte am Wochenende einen richtig netten Kontakt zu einem Mapbauer. Sowas motiviert, na klar, ne? Wenn man von gewissen Leuten so schöne Nachrichten bekommt. Derjenige weiß es auf jeden Fall. Ich halte mich mal zurück. Ne? Vielen lieben Dank auf jeden Fall an der Stelle. Es ist mir eine Ehre und ein saumäßig großes Vergnügen. In die Möhre, damit wir da einen vernünftigen Mischer noch herkriegen. Vorsicht, Hans, Mensch. Ja, die sind mit Absicht hier. Die sollen hier mit Absicht rumlaufen, Freunde. Auch an der Stelle nochmal. So, ich habe mir schon eigentlich einen rausgesucht, ne? Der Klassiker. Ich nehme mal den kleinen. Vielleicht kriegen wir das dann besser gerobbt mit der Mische. Gestern Abend beim Paul im Stream gewesen. Also kurz angeguckt, so muss ich sagen. Ne? Grüße an der Stelle. Da ging es auch wieder um das Thema Mischration. Oder kann ich mich ja jagen. Ne? Ich weiß nicht, seit dem 19er schon. Ich bekomme es einfach nicht hin.
komme es einfach nicht hin. So, und da könnt ihr mir noch 100-mal die Rechnung aufstellen. Ich war in Mathe einfach schlecht. Ich habe es gerade so auf den Zweier geschafft. So, let's go. Wir haben ein unterschiedliches Volumenverhältnis. Keine Ahnung, wie... Ach, ich krieg's einfach nicht hin. Sagen wir es einfach so, ich krieg's einfach nicht hin. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich auch am Hof noch irgendwas aufbauen. Vielleicht wird es auch ein Gedanke noch für Micha. Eine feste Station, ne, wo man einfach reinschmeißt. Das hatte der Farmer Andy zum Beispiel im 19er. Diesen Mixer, wisst ihr das noch? Wo man einfach alles reinbunkert und man drückt das Knöpfle, das mischt sich voll alleine mit dem, was da ist, und das Richtige kommt raus. Da bin ich der Fan davon, da kann ich mich haben. Also heute muss auf jeden Fall das Ziel sein, der Viecher mal das Stroh in den Hobby zu schieben. Jetzt gerade hier eh hingelesen. Bald ist glompiger Durchstieg. Ich weiß nicht, habt ihr auch was mit Fasnet am Hut? Ja, bei uns heißt es ja Fasnet. Ja, kommt man bloß nicht mit Karneval. Ja, Running Gag auf Twitch. Das heißt Fasnet bei uns. Glompiger Durchstieg, da wird bei uns sozusagen Fasnet ausgraben. Da wird der Krokodil ausgraben. Ist einfach schön. Ja. So auf eine Uhus von morgens bis abends. Ich würde mich jetzt aber erstmal nur darum kümmern, dass wir hier das Strohstartklar machen. Das heißt, wir werden noch nichts irgendwie anfangen jetzt mit einer Mische. Klar, wir haben auch nichts mehr da. Es ist ja sozusagen ein komplett neuer Spielstand, ne, wo ich in Anführungsstrichen, wirklich in dicken, fetten Anführungsstrichen, so ein bisschen mich mehr mit dem Realismus beschäftige. In meinem Fall ist es, guck, dass er die Tür auf und zu macht, so wie sie es gehört. Der träucht schon Realismus pur. So. Oh ja, gut. Der Ruf ist halt Ding. Was willst du? Kannst du nichts machen. Ich stehe. Das haben wir ja windige Geräte. Schön. Das reicht vollkommen. So, dann mal rein die Möhre. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Die 15 Minuten, ihr glaubt es gar nicht. Das ist einfach absolute Wahnsinn. Wie schnell die 15 Minuten immer rumgehen. Da kommst du am Hirsch. Am Stock. Zum Hirsch. So, gut, dann können wir das Ganze, glaube ich, anschalten, die Möhre, ne? So, einer müsste noch reinpassen, die nehmen wir natürlich mit. Mal ohne das hat, habe ich es nicht gekriegt. Ich bin so stolz, ich bin stolz wie Bolle. Wir werden uns
auch noch ein anderes Lager platzieren, da hinten ums Eck, ne? Wo es zur Weide rausgeht, da haben wir ja auch so ein Ballenlager platziert. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, was ich mir dort platziert habe. War das Heu? Müssen wir mal noch schauen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich eins noch für Ballen auch noch hinpacken. Oder die stellen wir irgendwo rein. Ich weiß es noch nicht genau. Es sieht halt schön aus, ne? Wenn die da irgendwo so drin liegen, da wo sie hingehören und ordentlich und akkurat. Also das absolute Gegenteil von mir. Hier habe ich übrigens die Hundehütte diesmal hin platziert. So. Hier haben wir den Auswurf. Ich glaube, den kann man sogar auch links oder rechts anwählen, ne? So. Ich habe noch nie einen Bauer in seinen Stall reinrasen sehen, ne? Deswegen in aller Ruhe, Freunde. So, müssen wir jetzt noch die Abkippseite wählen wahrscheinlich. Und den Anhänger. Anhänger haben wir auf jeden Fall. So, was haben wir denn? Abkippseite links. Eigentlich ist es egal, links passt soweit. Okay. Houston, we've got a problem. Ne, hier kommt er. Gut. Puh. Dann brauchen wir die Glückszahl 5. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, kommt dort langsam die Plane hoch. Beziehungsweise gute Bunny hat alles richtig gemacht. Es glückt. Müssen wir mal schauen, ob wir das noch ein bisschen anders gestalten können mit der Plane. Das sieht jetzt eher aus, wie wenn man einen Teppich ausgerollt hätte. Aber jetzt machen wir erstmal die Bude voll. Vielleicht sieht es ja nachher nochmal anders aus. So, wie gesagt, die Tore sind jetzt auch animiert. Hier kommt noch einiges rein. Ja, schon mal happy, dass das schon mal funktioniert hat. Ja, das wird in Zukunft mal so ein bisschen meine Spielweise sein, ne? Hier nicht mit 50 km/h Hintritt zum Schieße, sondern ja, so wie man es halt macht. Ich glaube nicht, dass da hier ein Bauer mit 50 km/h über sein Gelände schießen wird. Deswegen machen wir das mal ein bisschen ordentlich. So, ich würde sagen, die platzieren wir gleich mal so, dass wir da gleich nochmal in die Runde rein können. Machen wir gleich mal an. Und dann holen wir nochmal eine Ladung. Könnt ihr mal jetzt reinschreiben in die Kommentare, wer, da weiß ich, wer bis hier geguckt hat. Ist die Spielweise so in Ordnung? So ein bisschen entschleunigend, sage ich mal. Es ist ja relativ, ne? Der LS an sich ist ja schon entschleunigend. Komm, lass los, Kollege. Na klar. Okay, der will wieder nicht. Den müssen wir halt doch den Spanngurt wegmachen. Ich wollte ihn eigentlich mal noch drinnen lassen, damit ich den Nikolai alles runterziehe. Aber okay. Ja, da wird halt in diesen knapp 15 Minuten einfach noch weniger geschafft sein. So, rein mit der Möhre. So, und den Rest tun wir irgendwo ins Trockene bringen, die Schäfchen. Das wäre dann halt auch so ein Thema, ne? Dass ich da
euch dann halt auch mit ins mitnehme, sozusagen im Video. Dass wenn wir jetzt hier so eine Art Einlagertag machen, ne? Ihr seht ja, das dauert halt ein bisschen, dann ist halt in dem Video, wird nur eingelagert. Ne? Solche Geschichten. So, auf geht's. Letzte Fuhre. Ich bringe das Zeug mal rein, ne? Die 15 Minuten sind schon wieder zu Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über Abole freuen. Das kostet bei mir nichts. Und in dem Sinn sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier von Hecker Heckberg. Macht's gut. Bis dann, euer Jogi.